Ich bekomme ja echt viele Fragen gestellt. Wie lange machst du das schon? Macht es dir Spaß? Wie viel verdienst du so im Monat? Und vermutlich die beiden häufigsten Fragen? Wie viel kostest du? Und natürlich, wie heißt du? Aber diese Frage höre ich wirklich erst zum ersten Mal. Kannst du mir vielleicht sagen? Kannst du mir vielleicht sagen, wie lange du gebraucht hast, um den Satz auswendig zu lernen? Bitte entschuldigen Sie vielmals die Störung, aber aufgrund meiner katastrophalen familiären Situation bin ich gezwungen, mich nach einem neuen Bleibeamt zu sehen. Und da ich am liebsten mobil wäre, habe ich mich gefragt, also würde es mich interessieren zu erfahren, ob Sie hier einen ständigen Wohnsitz haben? Und wenn ja, wie gefällt es Ihnen? Und in welcher Stadt haben Sie Ihren Erstwohnsitz gemeldet? Ich bin hier schon ein paar Mal vorbeigelaufen, auch nachts. Hier brennt immer Licht. Ja, ich wohne ja auch hier. Darf ich mal? Klar. Schau dich um. Und? Reicht dir der Platz? Ja, für mich alleine ist es okay. Wenn das eine versteckte Aufforderung war, dass ich gehen soll, dann komme ich dem gerne nach. Mich würde nur noch interessieren, ob irgendwelche Gebühren anfallen und an wen diese zu entrichten wären. Ach, da kommen wir also doch noch zur Sache. Also, du möchtest wissen, ob ich einen Zuhälter im Nacken habe. Ich komme alleine ganz gut klar. Die Gebühren, die richten dich ganz nach dem Service. Nicht küssen, nur geschützt. Und den Arsch schicken kannst du dich auch selbst. Ansonsten zwischen 60 und 250. Nein, ich meinte wegen dem Wohnwagen. Also, ob das was kostet, dass hier steht. Das meinst du ernst? Ja, natürlich. Also, deine Hand ist meine. Das meinst du also mit deiner Familie? Du musst raus. Raus mit dir. Los, raus! Raus! Warum hast du es gemacht? Würdest du nicht verstehen, wenn ich dir das sagen würde. Raus jetzt. Kommst du mit etwas oder nicht? Nein, komm einfach so wieder. Hallo, ich höre noch raus. Ein wenig Gesellschaft, ne? Ja? Ja, alles gut. Komm rein, du. Alles gut. Tschüss. Ja, kannst du schon mal Platz nehmen. Mach's dir bequem. Ja,
Schuhe aus. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Ich habe noch mehr Fragen. Okay. Den Wagen hier abzustellen kostet nichts. Er darf natürlich nicht im Halteverbot stehen oder so. Aha, gut. Und was kostet der Wagen? Den habe ich so für knapp 3.000 bekommen. Und du willst von zu Hause weg? Warum hast du es gemacht? Mann, nicht so lang. Das ist echt ein guter Typ. Ich mag dich total gerne, du bist echt eine Größe. Aber der Typ da dran ist so krass anstrengend. Also stell mir bitte für heute keine Fragen mehr, ja? Tschüss. Ich habe die ganze Nacht gewartet. Psst. Pass auf. Dann stell mir 3 Fragen. Und danach gehst du aber nach Hause, ja? Wieso meintest du, ich würde nicht glauben, warum du mein... Ach, du weißt schon. Naja, weil mir das nie jemand glaubt. Ja, warum hast du? Weil ich deine Gedanken lesen wollte? Ey, das sind unpräzise Antworten. Du weißt genau, was ich wissen will. Dann stell mir doch einfach mal eine präzise Frage. Ey, du hast mir einen Schritt gepackt, weil du wissen wolltest, was ich denke? Ja. Und warum? Das reicht jetzt, ja? Jetzt hast du deine 3 Fragen gestellt, jetzt kannst du auch nach Hause gehen. Wie gesagt, tschüss. Was denn? Dieser Typ hat mich die ganze Nacht genervt. Er hat mich die ganze Nacht zugequatscht und wollte nur an meiner Brust nuckeln. Was? Und das hast du ihn machen lassen? Ja, ich konnte ja nicht ahnen, dass der die ganze Zeit sabbert. Mm-mm. Kusch! Mm-mm. Hm. Ha. Raus! Das ist nicht fair. Erklär doch einfach, warum du das gemacht hast. Okay, du kommst jetzt einfach mal mit, ja? Ja, da hast du keine Fragen mehr frei. Das war eine Aufforderung, keine Frage. Na gut. Aber ich darf dir auch 3 Fragen stellen, ja? Okay. Und du versprichst mir, dass du mich nicht auslachst und dass du mir glaubst, ja? Na gut, 1. Wie 1? Ja, ich zähle deine Fragen mit. 2. Du spinnst doch. Jeder bekommt noch eine Antwort. Meine Frage kennst du ja schon. Okay. Pass auf. Ich kann Gedanken lesen. Aber nur dann, wenn ich denjenigen, dessen Gedanken ich lesen will, an einer intimen Stelle anfasse. Mhm. Ja, ich weiß, es klingt total verrückt. Aber glaub mir, damit zu leben ist nicht weniger verrückt. Das ist total absurd. Okay. Und deine Frage? Nein. 3. Oh, du hast es mir versprochen, Mann! Die Tür ist doch offen. Ich kann dir das nicht glauben. Ey, das okay. Geht nicht. Okay. Denk an deinen allergrößten Wunsch. Ja? Oh. Hallo, Mama? Nee? Ist gerade schlecht? Ja, ich komme gleich, ja? Tschö. Tut mir leid. Also nochmal? Doch, komm. Ich bin bereit. Denke an meinen allergrößten Wunsch. Okay.
Leid. Ich musste so fest zupacken. Nein, es tut mir leid. Nein, es tut mir leid. Pass auf. Eine Weltreise. Eine Weltreise mit 3-monatigem Aufenthalt in Brasilien, um Ares zu beobachten. Das ist unheimlich. Tut mir leid. Du weißt, was Ares sind? Ja, klar, Mann. Ich liebe Vögel. Ja. Ich auch. Hey! Ja! Hast du Joghurt? Schon wieder? Nee, immer noch. Da muss ich mal gucken. Vielleicht Pfirsich-Maracuja oder so. Meinst du, der geht auch? Mit Stückchen? Ich kann auch meine Joe nicht mit Stückchen füttern. Scheiße. Also, ich würde einen nehmen. Was? Ich Wie alt ist denn die Kleine? Ich glaube, da hast du was missverstanden. Ich bin Joe. Stückchen. Was? Oh Mist, du hast doch bestimmt noch was anderes da. Eine Frage hast du noch frei für heute. Wie heißt du eigentlich? Nadine. Und du? Du hast heute keine weiteren Fragen frei. Bist du hier neuer? Ich glaube, ich habe da irgendwo noch eine Creme für dich. Ich schau mal schnell nach. Im Moment würde ich auch Wodka nehmen. Hallo? Didi? Joe? Papa? Didi? Papa? Luisa? Luisa. Johanna! Didi, was machst du hier? Du, ihr kennt euch? Und wieso bist du nicht in Brasilien? Brasilien? Ja, sie studiert da. Wer sind sie denn überhaupt? Ich mag auch Vögel. Kein Schritt mehr oder ich drücke. Lulu! Ist der tot? Ach nein, Quatsch. Sicher? Schau mal nach. Was, ich? Ich mach das. Passt. Vielleicht ist der Hirn tot. Wie soll ich das bitte schon jetzt überprüfen, hä? Vielleicht mal. Alles gut. Der lebt noch. Ja, und jetzt? Ja, hier liegt er mir auf jeden Fall im Weg. Ja, wir schaffen ihn raus. Und wohin? In sein Auto. Er hat seinen Schlüssel immer in der Brusttasche. Joe! Was? Das ist mein Vater. Du kannst ihn nicht einfach... Zu Tod erschrecken? Du Schere. Du halt die Sabbe. Wir bringen ihn jetzt erst raus. Und dann? Ja, und dann schauen wir weiter. Eins, zwei, drei. Ah! Ah! Was?
schwer, das wusste ich, aber so schwach kenne ich den gar nicht. Okay, nochmal, Joe. Du und der Kerl fahren ihn zu dir, packen ihn ins Bett. Wenn er aufwacht, sag ihm einfach, er hat geträumt und er ist ohne Wagen gekommen. Wir kümmern uns um die Karre. Okay, ist gebongt. Weiß ja keiner, wie lange der mal weggetreten ist. Entschuldige, was bin ich dir schuldig? Der Luftballon. Passt schon, danke für die Hilfe. Ich hab was vergessen. Scheiß auf die Stückchen. Warte mal ganz kurz. Warte ganz kurz, ja? Hier, ich habe hier noch was für dich. Ist das? Ach, da kommt sogar noch was dazu. Warum? Weil du nichts von mir erwartest. Ich weiß. Sagt mein Vater auch immer, da seid ihr euch ja einig. Was meinst du? Meinst du, ich soll lieber was anderes machen? Ich glaube, ich bin in Französisch ganz gut. Ein Versuch kann nicht schaden. Ich habe eine Idee. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für mich nehmen. Nun ja, Sie haben mich neugierig gemacht. Wie kommt es, dass jemand mit einem Abiturschnitt von 1,2 vier Jahre lang keinerlei Referenzen aufweist? Ich müsste mich um andere Menschen kümmern. Haben Sie vielleicht einen Schluck Wasser? Oh Gott, ja. Entschuldigen Sie meine Unaufmerksamkeit. Einen Moment bitte. Sagen Sie jetzt nichts. Entspann dich. Entspann dich. Stell ihn dir nackt vor. Oder mit einer Nudel im Gesicht. So. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Sie hatten sich um etwas zu kümmern. Durchaus. Hat mein Trick nicht geklappt? Doch, das mit der Nudel schon. Ja, und wie ist es ausgegangen? Naja, am Ende habe ich sie in den Mund genommen. Was? Ernsthaft? Hm? Och, und ich habe das nur getan, um Au! Ihr Gefallen zu tun. Aber doch nicht auf die Art. Mann. So, das ist nichts für mich. Lässt du mich nach Hause? Nö. Ich kann das nicht annehmen.
Das ist wirklich lieb von dir, aber es geht nicht. Ich muss dann denken, wie du das verdient hast. Fängst du auch schon damit an. Das ist mir lieber, als es dir egal war. Ist mir aber nicht mehr. Hey, was meinst du? Wie lange kommt man damit aus? Wofür? Für eine Weltreise. Alleine oder zu zweit? Meinst du, wir kommen damit bis nach Brasilien? Ich muss meinem Vater noch eine ganz schöne Postkarte schreiben. We're on a single